Du kannst mir doch bestimmt gleich noch einen Hinweis geben. Oh. Ja? Das holen wir uns natürlich gleich. Ach übrigens, ich wurde von den Entwicklern geschrieben. Sie freuen sich, dass ich das Spiel spiele und ich soll unbedingt eine Bewertung machen und ihnen sagen, was mir persönlich an dem Spiel fehlt. Ich habe ihnen als erstes mal geantwortet, sie sollen ein anderes Spielvorstellungsvideo machen, weil das furchtbar ist, was sie drin ist. Das habe ich ja gleich am Anfang in der ersten Folge mitgesagt. Also zumindest in einer der ersten. Oh Mist, es kann sein, dass ich hier nicht... Ja, habe ich jetzt nicht gedacht. Oh ne, ich bin noch drin, okay. Oh, das war's, okay. Leider nicht das, was ich wollte, aber Plunder. Moment. Hier ist noch mehr, Schatz. Ich habe doch schon einen gefunden. Auch das Kanu. Kanu geht auch nicht kaputt. Perfekt. Ach, mir ist egal. Ich will den Plunder holen. Den kann ich sogar gebrauchen. Wisst ihr, was echt furchtbar ist? Ich habe tatsächlich schon wieder das nächste Spiel ausgemacht, was ich hier spielen werde nach dem hier. Es hört einfach nicht auf. Ich denke mal, ah ja, irgendwann weißt du bestimmt nicht, was du spielen willst. Das kommt nicht vor. Ich habe noch so viele Spiele in der Bibliothek, von denen ich denke, hey, das könntest du mal machen, das könntest du mal machen, das wäre nicht schlecht, wenn das mal spielen würde. Oder ich denke zumindest, dass es gut wäre. Okay, bin ich verwirrt. Ich habe den Schatz, ich habe doch tatsächlich schon den Schatz gefunden. Könnte auch hier oben drauf sein. Ach, der Gecko. Okay, dann bleibt bloß noch die Kiste, das Ding da unten. Und da ist er auch schon. Habe ich zwei Schätze tatsächlich gehabt. Oho! Das ist ja zweimal Münze. Dann gebe ich Charles, Xavier. Ernst mal.
Ja, es gibt auch eine Chance, dass es auch mehrfach endbar ist. Die gute, reiche Ernte. Das wäre für Farmspiele so geil, wenn man das freischalten könnte. Charles. Eine Münze. Meine Katze schnarcht. Eine Münze. Herr Holzfäller, ich habe hier ein paar Eicheln, die du gerne brauchen könntest. Ja, natürlich auch nicht, wenn du mal ein bisschen Holz ankarren würdest. Machen wir doch unsere Schneiderin als nächstes. Glücklich. Guck da gleich mal, wie wir glänzende Plunder wir jetzt haben. Aber es müsste schon wieder ein bisschen was dabei rausgekommen sein. So, wie viel haben wir denn jetzt? 42, das heißt, ich kann eigentlich den nächsten glücklich machen. Dann haben wir auch. Logan haben wir logischerweise auch. Fischer Fritz haben wir auch. Machen wir erst Cecil. Oh, Theresa. Ich hasse dich. Schau mal doch mal, was wir hier alles für dich reinpflanzen können. Machst du den Ausschuss hier? Nicht so. Landhaus? Ja, Landhaus dachte ich mir schon. Machst du das modern? Nee. Modern, rustikal? Auch nicht. Ressort? Nee, auch nicht. Ressort, elegant. Elegant magst du. Barock? Ja, Barock magst du auch. Dann haben wir alle drei. Schon okay. So. Nur was du magst, bitte. Eine Kommode. Einen Kleiderschrank. Möbelset-Bonus, warum kriege ich den hier und bei anderen Sachen nicht? Wie darf ich hier nicht auch? Doch, darf ich. Aber nur an bestimmten Stellen. Hier, wenn ich doch in jemanden gucke. Kleiderschrank, ich krieg dieses Set irgendwie nur ein einziges Mal. Nee, ich krieg bloß bei dem hier immer das Set, den Set-Bonus.
Ich gehört die Badewanne hier da auch dazu. Nö. Küche einrichten wäre auch nicht schlecht. So, hier noch ein Himmelbett. Und jetzt muss ich wieder schön zumüllen alles. Sofa. Couchtisch. Ein offenes Regal. Ein großer Kleiderschrank. Passt da wunderbar rein. Schokokuchen. Minz. Ich muss gestehen, über den würde ich mich auch freuen. Das habe ich eigentlich so ziemlich alles schon mal gemacht. Den Blumenkranz könnte ich noch. Vielleicht aber auch nicht. Einfacher Teppich. Gestrickter Bettvorleger. Okay, dann könnten wir eigentlich noch einen Schokokuchen hinsetzen, dann haben wir es, oder noch mal. Noch einen Schokokuchen. Perfekt. Ach, das kostet weniger als ich weiß, das kostet Rohzucker. Ein kleiner Teddy, wie süß. Du stellst doch immer wieder her, solange es Tag ist und du einen Hut trägst. Schalte wahrscheinlich die Hüte frei, bla bla. Wenn du ein goldenes Werkzeug benutzt, besteht eine Chance, dass du Energie wiederherstellst, statt sie zu verlieren. Ah, das war der Sinn von den. Du hast eine permanente Stärkung, je nachdem, welches Outfit du trägst. Schalte Outfits rein, indem du Inseln erkundest und so ein Stück mit bla bla bla. Guck mal gleich mal bei. Der dumme Cecil, wie viel haben wir denn noch? Ach, naja, das reicht nicht. Vielleicht kann ich trotzdem mal gucken, welcher Stil ihr gefällt. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Lass mal gucken, welchen Stil sie mag. Nö. Modern. Rustikal. Nee. Tresor. Auch nicht. Elegant kann ich mir vorstellen. Und barock vielleicht auch. Pech gehabt. Das habe ich natürlich nicht gemacht, um sie zu ärgern oder so. Steht mit Geschenken. Greifholzkiesel, ich brauche mehr. Kann der mal hier leer werden? Ingwer! Du hast nicht so wenig wieder was von mir, oder? Komm schon, Verdampfe! Kann ich eigentlich einen neuen starten? Ah, das ist ja schön. Moment, was ist das hier?
Ach, das ist wie viel noch da ist, oder? Ja, was machen wir jetzt am dümmsten? Ich glaube, hier habe ich keine große Chance auf Eicheln. Aber ein bisschen Eisenholz schadet nicht. In der Zwischenzeit kann der ein bisschen einkochen. Oh, da könnte was drin sein. Ah, ich habe doch schon Chance auf Eichel, wusste ich doch. Yeah, hey! Hier ist noch alles geplündert, das ist natürlich nicht schön. Also wenn man hier nicht zufällig den Bonus kriegt, dann dauert es wirklich lang. Die Eisenwurzeln sind halt hart ohne Ende. Was war das denn jetzt schon wieder? Ach, schade. Metallteile sind zwar nett, aber... irgendwelche Sachen, die ich verwenden kann. Sowas zum Beispiel. Zwei dicke Eicheln. Dann sind wir ja fast schon so weit, dass ich alles habe, um die alle glücklich zu machen. Dann könnte ich auf jeden Fall mit dem Ohr an nochmal reden. Ich vermute mal, dann habe ich ein geheimes Ende geschafft. Ich denke mal, es gibt ein normales Ende für Gehen und es gibt wahrscheinlich ein geheimes Ende für Bleib, dass alle bleiben wollen. Das kriegt man aber vermutlich nur, wenn alle wirklich auf Maximum sind. Ich finde trotzdem, dem Spiel fehlt noch ein bisschen Inhalt. Irgendwas, dass man das Spiel vielleicht auch längerfristig noch spielen kann. Weil ich bin jetzt eigentlich schon an einem Punkt angekommen, an dem es eigentlich so gut wie nicht mehr weitergeht. Ah, ja, es ist tatsächlich so. Gut, gehen wir pennen. Jetzt haben wir uns fett gefressen. Außerdem gehe ich gern schlafen, weil dann ist der Crew-Eintopf wieder ein bisschen weg. Das heißt, ich kann gleich den nächsten ansetzen. Und da ich jetzt die perfekte Mischung habe... der ist immer noch nicht weg, oder? Chance auf duftende Blüten. Die darf man nicht vergessen. Vor allem der Reis. Sag ich doch. So, weiter geht's. Dann sollte noch ein bisschen. Wir haben so viel zu essen. Die Chance ist echt hoch, dass man das mehrfach enden kann. Und schlopp. Und hier nochmal.
Knurps, 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 Knurps. Ist gleich weg. Was mache ich denn als nächstes? Vielleicht kann der Papagei mir da nochmal helfen oder irgendjemand anders. Schade, dass der Papagei nicht abgebildet wird. Komm schon, es verkocht gleich. Geht auch. Verrückt, dass man sich das doch mit der Zeit alles merkt. Ist jetzt eigentlich ein Geschenk für mich? Nö. Also es steht da, dass sie ein Geschenk für mich hat, sie gibt es mir aber nicht. Du hast kein Geschenk für mich, oder? So, was machen wir jetzt am besten? Holz kriege ich ja nur von dieser Insel hier. Vielleicht ist es nachgespawnt, das weiß ich halt echt nicht, in welcher Geschwindigkeit ist alles nachspawnt, so richtig. Das heißt ja eigentlich immer, wenn du schlafen gehst. Also hier kriege ich auf jeden Fall schon mal... Oh, das meinte ich zwar gar nicht, aber ja, da auch. Ich wollte sagen, hier kriege ich auf jeden Fall nochmal Plunder. Ich weiß, das Hill ist nicht unser Liebling, aber... Auch die müssen wir zum Bleiben überreden. Andererseits könnten wir ihr auch ein Rettungsboot geben und sie einfach so aufs Meer schmeißen. Was soll ich denn essen? Hier. Ein alter Affe. Lass sie dir schmecken. Und etwas Thymian. Darauf stehst du ja so. Da unten ist auf jeden Fall noch Zeug zu finden. Da komme ich jetzt zu sogar noch hin. So. Sehr praktisch, muss ich sagen. Wirklich eine schöne Fähigkeit. Nicht unbedingt notwendig, also für ein paar Sachen, aber ansonsten. Wenn ich dann denke, wie schwer man sich hier anfangs teilweise tut, um an solche Sachen ranzukommen. Okay, wenn ich nicht den Bonus zufällig kriege, dann tue ich mich immer noch schwer, weil ich... Stelle ich gerade fest. Kann ich ja mal schauen, wie viel Holz ich daraus machen kann. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Holzbretter brauchen wieder. 200-300. So, Mittagspause. Das sieht lecker aus. Manchmal muss man sich auch was gönnen, ja, das ist wichtig. Ich frage mich manchmal, wenn ich manche Leute so sehe, die... Oder wenn er irgendwo eingeredet wird, du brauchst das zum Leben, du brauchst das zum Leben. Wie haben denn die ersten Menschen überhaupt überlebt? Also die Leute im Mittelalter, die halt nicht diesen ganzen Mist hatten.
wie war es denn nur der Menschheit irgendwie möglich zu überleben? Wenn du dich jetzt das mal fragst. Ohne Handy, ohne Fernseher, das geht alles. Die hier sind auch 30 Tage, wahrscheinlich wäre mir irgendwann auch langweilig. Aber wenn du hart gearbeitet hast, bist du tatsächlich abends noch froh, wenn du dich hinsetzen kannst und vielleicht beim Gespräch lauschen, oder du brauchst dann eigentlich meistens nicht mehr viel. Habe ich so die Erfahrung zumindest gemacht, wenn man so richtig viel gearbeitet hat. Körperlich gearbeitet, nicht seelisch. Das macht nämlich noch einen enormen Unterschied. Unsere Gesellschaft ist mittlerweile primär im geistigen Bereich unterwegs. Also sag mal 50-50. 50% der Leute arbeiten körperlich, 50% arbeiten geistig. Von denen, die arbeiten zumindest. Manche arbeiten ihr ganzes Leben lang nie geistig. Okay, die haben wir auf jeden Fall alle. Oh, was war's? Wir müssen stinken ohne Ende, so viel Essen, wie wir mittlerweile bei uns im Inventar haben. So, was haben wir denn alles? Ein paar Eicheln haben wir gekriegt, das ist natürlich viel zu wenig. Oh, du hast das für mich? Der scheinwerfer Eintopf kriege ich heute. Eine gute Idee. Wie wäre es mit einer Abkürzung nach oben auf den Aussichtspunkt über dem Lager? Ja. Okay, mal etwas. Das ist nicht viel, aber immerhin. Guck mal, wie viel wir jetzt noch haben. 16 schon mal. So. Wo genau ist das jetzt? Ach, hier. Eisenwurzelpfeile. Holzbretter, was soll ich da? Ja, okay. Aber auf jeden Fall. Das ist schon recht teuer. Das könnte eigentlich sogar reichen, alles, was wir so haben. Holen wir uns mal die stärkeren Bäume ein bisschen. Bevor es dunkel wird. Da kann auch Eicheln dabei sein, von daher. Auch wenn es ein bisschen anstrengender ist. Sag ich doch. Oh. Wieder zweimal. So. Mit Holz geht's irgendwie am besten, habe ich das Gefühl. Weil du halt relativ schnell das Holz klein hackst. Und hier sind auch immer wieder Sachen, bei denen du Tant bekommst. Sehr angenehm. Ich guck mal ganz kurz, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben. Oh, die letzten Sekunden brechen an. Das waren sie auch schon. Ein klein bisschen Holz hole ich uns noch. Thank you.
Einen noch. Okay, vielleicht doch noch einen. Machen wir jetzt einfach noch einen. Yay! So, jetzt habe ich noch ein paar Eicheln, die ich abtreten könnte. Und dann kann ich beim nächsten Mal gucken, ob ich genug habe, um Cecils Haus zu bauen. Könnte tatsächlich reichen. Dann gucke ich mal offscreen, wo wir die ganzen Tentakel finden. Hoffentlich denke ich dran. Was haben wir denn jetzt? 19, das reicht noch nicht. Aber ich wette, beim nächsten Mal werden wir es auf jeden Fall schaffen. Also das war Let's Play Stranded Sails für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Und dann schauen wir mal, was alles noch zu tun ist. Bye, Leute.